Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Portal 2 mit dem Rixen. Moinsen! Warte. Und mit dem Mr. Sick. Hättest du da immer Tab gedrückt? Ah, nee, da kommt automatisch das Bild unten, ne? Ja. Okay. Ja, kaum haben wir die Folge zu Ende gemacht. Sorry dafür, dass die erste Folge nicht so qualitativ gut ausschauen wird, weil ich die in einem falschen Format aufgenommen habe. Aber wir wollten das jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Genau. Aber ab jetzt sollte alles stimmen. So, und kaum haben wir die Folge zu Ende gemacht, hat der Faktor, sage ich schon, der Rixen gesagt, ich hab's. Was hast du? Guck mal. Kannst du dir vorstellen, wo du jetzt noch Portale setzen musst? Ja, alles klar. Das ist ja... Das ist ja tricky, Alter. Ja, na klar, Logo. Geil, ich liebe dieses Spiel, Alter. Es ist so geil, es ist so, man muss kann so quer einfach denken. Sein, ne? Ja. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test passiert eigentlich? Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Nekotita? Nö, schade. Ich dachte, die beleidigt uns da wieder oder so. Noch nicht. Noch nicht, ja. Ach ja, na, wenn man die Lösung dann weiß, dann ist es immer einfach. Beziehungsweise hat es diesen tiefst befriedenden Aha-Effekt. Ja, und nachher sind wir immer schlauer. Ja, das sowieso. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich hab gewonnen. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, komm mal her, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Ja, ne? Mhm. Wir haben eine neue Geste. Jo. Dein Schere Papier. Oh, jetzt hab ich verloren. Nochmal. Ja. Oh, beide verloren. Naja, okay. Okay. So, nächstes. Cool, so ein Laserding. Da muss man bestimmt wieder Portale setzen. So, mach mal. Guck mal, hier sind Schau. Die können wir ja nicht hier. Das heißt, wir brauchen wieder was zum Umlenken. Und. Ach, guck mal. Und das? Ne, warte mal, geh mal runter. Und guck mal, du musst da mit deinem Portal. Da musst du deine Portale setzen. Sag mal, was hat denn die Frau gerade gesagt? Was denn? Der eine denkt, der andere, der ist dumm genug, um sich ins Getümmel zu stürzen. Warum muss ich jetzt mein Portal da hoch? Sag mal, hallo? Ich kann das auch machen, wenn du dich da irgendwie so etepetete fühlst. Da. Gehst du rein oder ich oder du? Na, komm. Wo ist denn das erste? Ach, da. Huch. So. Okay. Das eine ist hoch und das andere ist runter. So, sag mal an, wo willst du denn hin? Ne, du musst mich leiten, ich seh's ja nicht. Da unten ist so ein Cube, da muss ich hin. Das mit dem Denken funktioniert so nicht, also die Frau hat schon recht. War ich jetzt richtig? Arschloch, nee, aber musst noch weitergehen. So, jetzt runter, jetzt gehst du rüber. Jo, muss ich irgendwo im Portal sitzen? Ich setz mal sicherheitshalber eins. Ja, gehen wir da hin. So, jetzt springen wir da runter. Achso, ja, nochmal. Nee, nein! Oh, verdammt. Siehst du? Komm wieder hoch. Komm nochmal. Guck mal. Er springt wieder da runter. Oh, du hast Blue gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 17 Kollaborationspunkte. Nice! Oh, du Fotze, Alter. Können wir das nochmal machen? Cool, aber. So, reinlaufen jetzt. warte. So, durchlaufen. Hinten runter. So, warte. Jetzt runterspringen. Und jetzt bis vorlaufen an die Kante, aber noch nicht runterspringen. So, stopp. Stopp. Ja, ja. Jetzt da drauf. Jetzt bist du am Würfel. Ah, ja. Okay. Was hab ich denn da? Ach ja. So. Geh da drauf auf die gelben Dinger, genau. Bin ich. Orange Blue ist kein Mensch.
Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Und oh, Orange wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Oh. So, du wolltest cheaten, weißt du? Aber guck mal, du bist jetzt direkt schon am Würfel da, los. Gut, Springst du hier runter, oder was? Gehst du da kaputt? Nee. Aber wie schaff ich das Ding? Warte, ich mach dir ein Ding. Hallo, ich will dir ein Ding zum Hochkommen. Nee, der macht... Ah, jetzt, warte. Unsere sind noch gleich. Jetzt geh hoch. Hast du gehört? Ich konnte meins dann nicht placen. Irgendwie. Ja, du hättest aber da drüben eins machen können. Und dann wäre ich da... Ist ja egal. Was? Na, du kannst, Kunga. Ich setz jetzt... Du hast dort ein Portal gesetzt, ne? Dort. Ja. Und jetzt setz ich eins dorthin. Ja. Nee, das funktioniert doch nicht. Nee, die sind nicht miteinander kompatibel. Aber wenn du... Mach mal einen Rechtsklick hier drauf. Siehst du? Ist kompatibel. Ja, mein zweites ist aber da unten immer noch. Ah, okay. Aber vor uns hat das doch geklappt. Na, ist egal. Hat's nicht, denke ich. So, warte, ich muss mein zweites da noch hin machen. Da. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Orange, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Haha. Was? Was sind denn Chancen-Hinweispunkte? Keine Ahnung. Aber es klingt gut, dass du es eingebüßt hast. Arschloch. Oh, ne. Peabody und Atlas. Also ich heiße Atlas und du heißt Peabody. Ja, klar. Pimmelbody? Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber aha. Wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Nein. Ist aber keiner. Ist aber keiner. So, da gibt's einen Schall. Achso, da gibt's immer wieder neuen Orange Würfel. 5 Kollaborationspunkte. Weil? Blöd. Fotze, Alter, ey. Es hieß aber auch mal, dass der mit den wenigeren Punkten gewinnt. Was machen wir jetzt gerade? Da bewegen sich jetzt so eine Plattform. Ja. Okay. Was ist da? Die ist abgesoffen, die eine. Vorsicht, Vorsicht mit deinem Laser hier. Ja. Kann ich eigentlich. Ah! Sau, hör auf! Schade. So, was, wenn ich das da drin. Ach, da gehen die Teile hoch. Oder eins zumindest davon. Ach so, wenn ich das aber hier drüben. Guck mal. Geh mal jetzt dahin, also da durch. Mhm. Und jetzt mache ich dir mal noch die Portale. Und jetzt senke ich die Plattform ab. Ah ne, das wird so nicht funktionieren. Wie mache ich denn jetzt meins weg? Pass auf. Warte mal, mach nochmal, senk mal die Plattform hier nochmal ab. Warte, kommt die Dornen auf mich? Nee. Nee, ja doch. Wenn ich das Ding wegmache, gehen die Dornen auf dich drauf. Ja, nee, ich habe ja so eine Kante, wo ich sicher stehe. Die können ruhig runterkommen, die Dinger. So, und du musst halt wir müssen in den genau richtigen Moment abpassen. Und dann muss ich hier so. Eins, nee, ich sag mal so und ja, sicherheitshalber so. Ja. So, ja, warte, nehmen wir nochmal aus. Ich gehe erstmal drauf. Nee, geh doch, mach doch. So, jetzt mach an. Ja, ist doch. Okay. Warte, jetzt mach ich. Ach so, warte. Das ist geil, Alter. Pass auf, das Problem ist... Jetzt mach aber schnell. Ja, warte. Ich lass dich erst mal ein bisschen hochfahren, damit ich nicht Zeit hab, das andere Ding da auch hochzufahren. Zermatscht mich das jetzt hier? Nee. Okay, dann los. Okay. Ist das geil, Alter, ey. Okay, ich bin drüben. Jo. Hätte ich irgendwo ein Portal setzen sollen? Nee. Keine Ahnung, guck erst mal. Du, komm mal hier rein. Da rein, irgendwie kannst du da, irgendwie musst du mich ja. Achso, doch, guck mal, du kannst da drüben irgendwie im Portal sitzen. Ja, hinter, wo mache ich einen Eingang? Den hab ich ja noch gar nicht gesetzt. Muss ich den Eingang hinmachen? Oder willst du den da unten lassen, das rote? Da kommst genau. Du ja nicht hin, oder? Doch. Du hin. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ob das nicht vielleicht zu niedrig hängt. Kommst du da rein? Ja. Okay. Easy. Nice. Orange. Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt dir. Second Sweet Sticks. So eine blöde Kuh ist das.
ist das richtige Spiel für uns. Oh, my man. Oh, ich glaube, die so viel reden, Alter. Ich habe heute Knobi gegessen. Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Okay. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Okay. Es ist Liebe, Mama. Oh, ich kann hier ein Portal setzen. Ich auch. Geh mir aus der Sonne. So, was machen wir denn jetzt? Wir müssen da uns wahrscheinlich irgendwo... Was ist denn das, was hier oben hängt? Ah, guck mal. Juhu. Wo bist du denn hin? Insert Disk. Bist du hin? Ich bin durchs Portal gegangen. Und dann, wo hast du den Ausgang gemacht? Da an die Wand direkt, oder was? Ja. Muss man aber sehen, ne? Ich habe mein eigenes Portal, meinen eigenen Ausgang jetzt gerade nicht mehr gefunden. Na, weil ich den, glaube ich, weggemacht habe, dadurch, dass ich meins platziert habe, oder? Gut möglich, ja. Für Countdown. F für Countdown drücken. Okay. Kommt aber kein... Ach, guck mal, hier drüben ist auch noch was. Okay, warte mal, gehst du mal links und an die 1 und wir drücken gleichzeitig. Und 3, 2, 1. Oh. Ich hab nicht gleichzeitig gedrückt. Okay, dann nochmal. 3, 2, 1. Ah. Oh, okay. Das heißt, wir müssen uns beeilen. 3, 2, 1. Okay. Easy. Oh, das war knapp. Ah, guck, jetzt habe ich die Disk gefunden. Meine andere Frage, kommen wir da wieder raus? Ne, hier gibt's auch so einen Schalter. Ah ja, okay. Und jetzt? Insert Disk, hab ich gemacht. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Wie bitte? Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Hm. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Die ist ganz schön sadistisch, ey. Ja. Die blöde Kuh. Disst uns die ganze Zeit, das wäre eigentlich so der perfekte Job für mich, ey. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? War ganz schön gay aus. Die Montageeinheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Ach, guck mal, wir haben die erste Kammer mal fertig gemacht. Teamaufbau 1 haben wir alles fertig gemacht. Mhm. Jetzt müssen wir uns so rüber in die zweite Kammer. Wissenschaft. Ach, guck mal, da oben zeigt er uns die ganze Zeit unsere Punkte an, oder was? So, unsere Schritte halt. Schritte, Wer weniger Punkte hat, gewinnt, ne? Schritte. Wissenschaftliche Korrelationspunkte. 1000, also 466 oder 14 zu 66? Bin da schon mal in der zweiten Kapsel. Hallo? Masse und Geschwindigkeit begeben sich in die Demontagekammer. Das wird bestimmt cool. Oh oh. Hat aber oft Ladezeiten, ne? Ja. Aber dafür nicht so lange. Ich meine, dafür, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, sieht es ganz geil aus. Ja. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen waren. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Kannst du mal da drüben... Ach, das geht jetzt gar nicht. Da drüben jetzt an den anderen, genau. Bringen wir da rein? Jo, dürfte ich nämlich länger fliegen, genau. Das gleiche musst du jetzt auch machen. Ja, ich komme bloß nicht da hoch. Doch, geh doch da hoch. Nee, deins ist dein Portal ist weg zum Hochkommen. Aber setzt du dir doch ein Portal. Und ich setz dir dann ein Portal da unten hin.
Easy. Easy. Okay, das wird das... Oh, oh. Okay. Fahrstuhl. Da kann man auf jeden Fall schon jetzt hoch, aber da müssen wir nicht hoch. Was ist da drüben? Da ist doch auch irgendwas Weißes. Warte mal. Oh, dann können wir mal gucken gehen. Hallo? Ach, da ist ein Schalter, aber da kann man kein Portal hinbauen. Aber du kannst jetzt hier mal springen, warte mal. Ach ja, so. Da oben. Okay. Da oben was? Jo. Schalter Reno. Warte, ich komm mal hinterher gesprungen. Ne, brauchst nicht. Du, glaube ich nicht, dass du hinterher gesprungen. Du musst da, glaube ich, woanders hin. Weil da na, drüben warte, links, guck mal. Dahin. Warte. Mach mal, drück mal Tab bei dir. Genau. Da ist nämlich ein Schalter. So, jetzt dürfte der rote der Ball wieder runterkommen. Wunderbar. Ja. Und den müssten wir jetzt da unten drauflegen, ne? Ja. Hey, hast du den weggenommen? Ich leg den da rein. Ich leg den da rein. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Ja, blöden Menschen halt, ne? Vor allem Sicherheitswürfel, das war eindeutig eine Kugel. Ja. Ich glaube, die Frau darf man nicht korrigieren, weil dann werden wir wieder demontiert. Okay. Gewaltsam. Gewaltsam. Und ist gerade weh. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Mhm. Aha. Ich glaube ihr irgendwie nicht. Tell me more. So, da ist wieder was. Guck mal, da haben die jetzt auch noch was hingesetzt. Mach mal. Ach, du kannst die Klappe aufmachen. Und okay, hier aber du das ist schön rausspringen. Aber ja. Von wo springst du rein? Und du brauchst. Du hast nicht unendlich viel Zeit. Ach, guck mal, hier kannst du so. Ah, mach mir mal hier Ein- und Ausgang hier oben und unten. Dann kann ich da mich im freien Fall befinden. Und du musst dann im richtigen Moment da drüben das Ausgangsportal. Aber ich muss ja sowohl den Knopf drücken und sowohl. Genau. Oh, das ist ja mies. Ne, mach mal. Okay. Ich geh erstmal da rein. Ich gebe mich mal in freien Fall. Boah, das wird übelst schnell. Was war das jetzt? Huch, ich hab das falsche Portal weggemacht. Okay, ha. Da. Das hat gut funktioniert. Geste kannst du machen. Und ich kann jetzt hier das Ding auch. Ah, okay. Ah ja, jetzt musst du das gleiche machen. Pass auf, ich setze mir hier... Ja. Nee, ich muss es ja dann umsetzen können, weißt du? So, dann mach mal. Du musst dann bloß auch das Richtige bloß wegmachen. So. Ist das mies, erst hast du gedrückt, ne? Erst habe ich das Portal gedrückt. Ne, erst das Ding gedrückt und dann... Okay, sind wir da. Okay. Bock hat gar nicht verwirrt. Gut gemacht. Das peilt man dann gar nicht, ne? Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Sind wir. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Darauf freuen wir auch. Dieses Grinsen, hörst du da richtig raus aus der Stimme, ey. Ob wir die kleinste Trophäe der Welt der nächste Folge auch sehen, werden wir nächste Folge sehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssen. Ciao. Ich wollte ein kleines Rätsel für euch einbauen. Du wirst ein kleines Rätsel einbauen? Na, du wolltest ein kleines Rätsel einbauen. Wollte ich? Naja, ob man das kleinste Dingsbums in der nächsten Folge sehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Ja, ne? Das so war much damn logic. Rätsel. Ja. Ich bin auch fast stolz auf mich. Ich bin für gewaltsame Demontage.